Hi, hier ist Sarah. Wir sind ja alle momentan viel zu Hause. Und damit euch nicht die Ideen ausgehen, habe ich ein cooles Spiel für euch, nämlich die Pause-Challenge. Die habe ich schon mal mit Jonas gespielt, nachdem er mir jede Menge Muffins weggefuttert hat. Was dann passiert ist, könnt ihr euch jetzt selbst anschauen. Deshalb greifen wir jetzt den letzten. Mal Pause! Hä? Naja, Pause wie Pause auf Deutsch. Was soll das bedeuten? Kennst du nicht die Pause-Challenge? Die ist super cool. Im Endeffekt, immer wenn ich Pause, also Pause sage, musst du wiederum stoppen. Also einfrieren. Egal wann und wo? Egal wann und wo. Aha. Pause! Siehst du? Guck, so funktioniert das. Und dann kann man sich einfach zum Beispiel den Muffin nehmen und genüsslich reinbeißen. Ich liebe diese Challenge. Nom, 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 nom. Ich hab Durst. Pause! Jonas, nicht dein Ernst. Oh, bitte. Oh, das macht Spaß, das Spiel. Pause. Oh nein. Was sagt ihr? Oh Mann, ich mag das Spiel überhaupt nicht. Ich finde mir so einen Gefallen an diesem Spiel. Also ich finde, Jonas sah echt gut aus. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, dann spielt die Pause-Challenge doch mit euren Geschwistern oder euren Eltern und denkt immer dran, zusammen haben wir mehr Spaß.